Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sophia und ich möchte mit euch heute gucken, was in der kommenden Woche so auf euch zukommt, welche Energien und welche Impulse sich zeigen mögen. Wichtig zu sagen ist noch, das ist eine Kollektivlegung, das heißt, nicht jeder kann und muss damit in Resonanz gehen. Bitte schau auch einfach noch bei deinem Mond- oder Sonnenzeichen oder bei deinem Aszendenten nach. Ja, wenn du Interesse an den Karten hast, dann schau doch gerne in dem separaten Video dazu, was ich gedreht habe, zur Vorstellung der Karten nach. Hast du Interesse an einer privaten Legung, dann schau im Infokanal, dort findest du meine WhatsApp-Nummer und kannst mich gerne kontaktieren bezüglich eines Termines. Liebe Steinböcke, wir schauen jetzt, was die KW 42 vom 16. bis 22.10. für euch bereithält, was ich hier zeigen mag mit den wunderschönen Tarotkarten. Schaue ich als erstes nach einer Hauptenergie für euch. Was ist hier wichtig im Kollektiv zu übermitteln? Was ist hier ein Beitrag? Eine Karte bitte. Da stoppt es. Hier haben wir die Kraft bei euch. Sehr schön, ja. Hier geht es wirklich um Stärke, um Mut, ja. Etwas in den Griff zu bekommen, was vielleicht vorher noch nicht so gut lief, ja. Man muss halt aufpassen, dass die Krallen nicht zu ausgefahren werden, ja. Als Warnung nochmal, ja, es geht manchmal auch um Affären, um Leidenschaft hier wirklich. Aber die Hauptenergie der Kraft ist natürlich deine eigene Kraft. So, wir schauen jetzt mal mit dem Siebenerweg, mit den Lenormand-Karten, was ich dir hierzu noch übermitteln darf, lieber Steinbock. Was ist hier wichtig für die kommende Woche im Kollektiv zu übermitteln? Was zeigt sich hier? Da hat es gestoppt. So, schauen wir mal. So, und dann hätte ich gerne mit den Tarotkarten noch eine abschließende Energie. Wie gehen die Steinböcke aus der Woche, beziehungsweise was ist noch wichtig für die Woche hier zu übermitteln? Da fällt sie. Und das ist die Sonne, ja. Also ihr scheint hier mit der Kraft in die Sonne zu kommen, ja. Das ist der Erfolg im Prinzip, das Leben genießen, ja. Es geht einfach um eine wirkliche Neubeginn, wie so eine neue Geburt, ja. Hier geht es wirklich um, ja, Sorglosigkeit, ja. Wirklich das Leben wieder erstrahlen lassen. Ich sehe hier einmal um einen seelischen Prozess, ja, den ihr hier wirklich für euch aus der Einsamkeit, aus der Rückgezogenheit rausholt, ja, wo ihr wieder mehr in eure eigene Kraft, eure Schaffenskraft kommt. Für ein paar andere im Kollektiv sehe ich hier auch finanziellen Aufschwung. Für die, die jetzt finanziell sagen, boah, es war echt eine schwere Zeit, ja, da kommt ihr wieder in die Kraft, in die Schaffenskraft, was zu, ja, generieren, ja, Geldfluss wieder ins Glück zu bringen, in die Erstrahlung. Aber bei vielen wirklich geht es hier um einen seelischen Prozess, einen eigenen inneren Prozess, einen Wandel, wie so eine Transformation. Mir kommt gerade so dieses Bild, wie so eine Raupe, die aus diesem Kokon rausklettert, in diese Erstrahlung, in die Sonne, ja, also diese Wiedergeburt, ja, dieses Schmetterling werden, ja, dieses Erstrahlen, eine mega tolle Energie bei euch, liebe Steinböcke. Wir fragen jetzt mal nach einer Seelenbotschaft. Was ist hier noch beitragend in dieser Situation, beziehungsweise in diesen Prozessen, die Steinböcke gerade durchlaufen? Was ist hier ein Beitrag? Was darf ich übermitteln? So, da hat es gestoppt. Seelennahrung. Was tut deinem Körper und deiner Seele denn gut? Nähre beide gesund und achtsam. Auch die positiven Gedanken sind hierbei ganz wichtig, ja.
wirklich positiv, optimistisch zu schauen, ja, in diese Kraft zu kommen, diese Sonne, diese Prozesse erstrahlen zu lassen. Wow, liebe Steinböcke, eine mega Energie bei euch. Es fühlt sich total toll an. Wir gucken mal, welchen Impuls wir hier noch von den Portalkarten zu bekommen, was euch hier noch ein Beitrag sein kann. Da hat's gestoppt. Heiliger Gral, boah, der strahlt auch so wie die Sonne, ja. Innere Entdeckungsreise, Heiliges finden, wo bist du, was suchst du, ja, wo willst du hin, ja. Also hier geht's wirklich auch nochmal darum, Innenschau zu halten, diesen seelischen Prozess, in diese Kraft kommen, in deine eigene Kraft kommen. Das ist für die meisten im Kollektiv dieser Bereich, ja. Aber wie gesagt, auch für einige hier das Finanzielle, was hier zur Besserung anscheinend kommt. So, wir schauen nochmal, welche welches Krafttier als erstes ich euch hierzu übermitteln darf. Ja? Was ist hier ein Beitrag? Welches Krafttier unterstützt euch hier? Beziehungsweise, welcher Impuls ist nochmal wichtig für euch? Da hat es gestoppt. Die Eule. Auf Verborgenes achten, Neues lernen und lehren, ins Tun kommen. Ja, also ich glaube, liebe Steinböcke, ihr habt jetzt hier wirklich die Kraft auch gesammelt, die ihr braucht. Ja, ihr wisst jetzt, wo ihr hin wollt, ja, in diese Sonne. Jeder für sich weiß, in welchem Prozess oder in welcher Situation er gerade steckt, wo er was verändern möchte. Und jetzt heißt es, hier in dies Tun kommen. Ich sehe hier nochmal einmal einen ganz kurzen Rückzug. Ja, das ist wahrscheinlich nochmal so ein Kräftesammeln. Man hat jetzt den Schlüssel gefunden und dann geht man los ins Glück. Mega Energie. Fühlt sich richtig, richtig feurig und leidenschaftlich an und ja, richtig gestärkt, ja. Wir gucken mal jetzt. Wow, da fällt er auch schon. Welche Energie. Welcher Engel hier ist, Rochel. Indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihm folgst, wirst du zu Wohlstand kommen. So, der Wohlstand hier einerseits finanzieller Art wieder drinne, aber auch der Wohlstand in dem Sinne durch die Weisheit zu deiner inneren Erkenntnis, ja, und zu dem, wo du hin möchtest, diesen Weg zu gehen. Also ich spüre hier wirklich diese Kraft und diese Sonne und dieses Yeah, ich will. Ja, so mega Energie bei euch, liebe Steinböcke. Ich wünsche euch in dem Sinne eine wunderschöne Woche. Geht diesen Weg für euch wirklich und denkt dran, habt Vertrauen in das, was ihr hier tut. Hört auf eure Intuition und habt einfach eine grandiose Woche. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auf dem Kanal wiedersehen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, auch gerne kommentiert, teilt, damit ich noch mehreren Menschen ein Beitrag sein kann. Ja, und bis hoffentlich bald, ne? Deine Sophia. Tschüss.